Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute geht's weiter mit der Plätzchenbäckerei. Ich zeige euch heute, wie man aus einem Teig ganz viele verschiedene Plätzchen zubereiten kann. Also wirklich eine richtig große Plätzchenvielfalt. Dieser Teig nennt sich Mürbeteig und es ist ein 1-2-3 Mürbeteig. Denn ein Teil ist Zucker, zwei Teile sind Butter und drei Teile sind Mehl. Könnt ihr euch wirklich super merken und je nachdem, wie viel ihr backen wollt, macht ihr eben so viel an Menge. Also ich habe jetzt hier tatsächlich einen Teig schon vorbereitet und habe diese Menge genommen. Das sind nämlich 300 Gramm Zucker, 600 Gramm kalte Butter und 900 Gramm Mehl. Ihr könnt Dinkel oder Weizen nehmen und als Zusatz nehme ich dann noch Vanilleextrakt und eine Prise Salz. Also das sind so die Basiszutaten. Salz ist immer ganz wichtig. Denn auch wenn es wirklich nur ein Viertel Teelöffel ist, bei der großen Menge jetzt, ist es wirklich so, dass Salz einfach nochmal dieses i-Tüpfelchen an Geschmack bringt. Also wirklich so den Geschmack nochmal pusht. Vanilleextrakt nehme ich beim Basisteig, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Zimtkekse draus machen will oder Kaffee, je nachdem was es halt wird und der andere Geschmack das Vanilleextrakt übertönen würde, dann spare ich natürlich Vanilleextrakt. Also da mache ich es nicht rein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt ist eigentlich nur ganz wichtig, dass die Butter ganz kalt ist oder dass der Teig eben auch gleich lange gekühlt wird. Ihr könnt jetzt hier Zucker oder Puderzucker nehmen. Puderzucker ist halt eher so eine Kostenfrage, also das ist ein bisschen teurer. Ihr könnt auch den Zucker im Hochleistungsmixer einfach selber vermahlen und dann habt ihr Puderzucker. Aber ich finde es einfach ganz gut, den Teig jetzt schnell zusammenkneten, entweder mit den Händen oder mit einem Messer geht es auch. Deswegen hieß der Mürbeteig früher auch Hackteig oder eben einfach in der Küchenmaschine mit so einem Flachrührer oder auch mit einem Knethaken von einem Handrührgerät. Also ihr habt wirklich allerlei Optionen. Und jetzt gebe ich hier die Zutaten einfach alle rein und wirklich nur ganz kurz verrühren, bis alles vermengt ist und der Teig noch schön kalt bleibt. So, da gibt es wirklich groß nichts zu beachten. Und das ist auch so ein Teig, den könnt ihr wirklich super einfach veganisieren, indem ihr einfach vegane Butter nehmt. Murat würde sagen, aus Schleswig-Holstein. Ja, und was ich beim Plätzchenbacken immer beachte, weil ich ja wirklich, wenn ich mal backe, dann auch recht viel backe. Ich packe mir ja praktisch alle Zutaten, alle Vorräte auf den Tisch, habe dann alles griffbereit und dann könnt ihr wirklich ganz, ganz schnell alles zubereiten. So. Und jetzt verrühren. Und hier könnt ihr den Teig jetzt entweder hell zubereiten, so wie ich, oder ihr könnt auch eine Schoko-Variante machen und könnt einfach ein bisschen Mehl wegnehmen und Kakao zufügen, also Backkakao ohne Zucker. Ich weiß, ich habe früher mal Kakao gesagt. Warum sagt man? Josh, wie sagst du das? Kakao. Kakao, gell? Ja. Ja, aber ich habe mich umgewöhnt, weil meine Zuschauer haben mich verändert. Die haben mich immer ausgelacht, wenn ich Kakao gesagt habe und haben immer gesagt, das heißt so nicht, das heißt so nicht. Und dann kam Ella, weißt du, so voll das kleine Kind und redet einfach hochdeutscher als die Mutter. Und die hat gesagt, Mama, das heißt Kakao. Ja, da habt ihr mich verändert, ich sag's euch, ich sag nicht mehr Kakao. Ja, da ist sie weg, die alte Sally. Die Waaghäuslerin. Und dann sage die Menschen, die hat sich verändert, die sagt nicht mehr mit Kakao. Dann sage ich, ja, das wart ihr. Ach je. Jetzt habt ihr hier einen schönen geschmeidigen Teig und es ist auch wirklich ein Teig, der wunderbar ohne Ei auskommt. Sehr, sehr schön. Und jetzt ist wichtig, den zu kühlen. Ich würde ihn jetzt nicht so als Rolle kühlen, sondern einfach mal halbieren, dass er möglichst schneller auch kühlt. Möglichst schnell auch kühlt. Schön flach drücken. Und so kann ich den jetzt für 1 bis 2 Stunden kühlen. Ihr könnt ihn aber auch gerne schon am Tag vorher zubereiten und vorbereiten. Dann habt ihr nämlich am nächsten Tag direkt fertigen Teig zum Plätzchenbacken. Ich kühle den und dann geht's direkt los mit Variante Nummer 1. Ich habe mir den fertig gekühlten Teig jetzt einfach portioniert, denn ich mache heute wirklich alle Variationen daraus. Und ich habe jetzt hier 300 Gramm Bällchen. Ich gebe es euch im Blog aber einfach so an als 1-2-3 Rezept, also mit 100 Zucker, 200 Butter und 300 Mehl und schreibe ich da dann die richtige Menge rein. Was ich jetzt zuerst mache, ich werde die erste Variation machen, das sind die Nougat-Plätzchen. Und dafür werde ich jetzt hier erstmal Haselnüsse mahlen.
Dann nehme ich jetzt meinen ersten Teig, knete hier die Haselnüsse unter. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die vorher noch in der Pfanne rösten, bis sie lecker duften. Dann intensiviert sich nämlich das Haselnussaroma. Und ihr könnt im Prinzip jetzt jeden Geschmack, den ihr möchtet, reinbringen. Also auch Mandeln oder Walnüsse, Kokosnüsse. Und die anderen stelle ich so lange wieder in den Kühlschrank. Hier gebe ich jetzt einfach für die Bindung noch ein Eigelb dazu, denn durch die Haselnüsse ist das Ganze natürlich jetzt so ein bisschen auseinandergegangen. Hier nehme ich jetzt das Eigelb für die Bindung und das Eiweiß brauche ich gleich zum Bestreichen. Also ihr seht auch schon, diese Plätzchensorte entwickelt sich jetzt gerade. Ich habe einfach an Josch gedacht, denn der Josch mag Nougat und deswegen kriegt der Josch Nougat-Plätzchen. Gut. Jetzt habe ich eine gute Teigbindung, forme das Ganze zu einer Rolle, die etwa einen Durchmesser von 4 cm hat. Wenn ihr die Rolle dann habt, dann muss sie nochmal gekühlt werden. Ihr könnt sie einfach in Folie einpacken. Ich nehme hier Bienenwachstücher. Die könnt ihr nämlich wieder benutzen, müsst ihr sie nicht wegschmeißen. Und dann wird die Rolle, so wie sie ist, einfach eingefroren, damit sie ihre schöne Form bekommt und eben auch behält beim Schneiden gleich. Die Keksrolle ist jetzt schön fest, die ist eingefroren. Und jetzt nehme ich hier ein Eiweiß, das gebe ich hier mal rein. Hier habe ich jetzt gehackte Nüsse. Ich mache es auf der Matte. Denn der Teller ist rund und die Rolle ist lang. Und Josch so, hä? Was macht sie? Was macht sie da? Und wie gesagt, Bienenwachstücher kann man immer wieder verwenden. Die werden einfach abgewaschen und dann sind sie wieder einsatzbereit. Jetzt wird praktisch die Rolle mit Eiweiß bestrichen. Und dann könnt ihr hier einmal komplett mit den Nüssen das wäre jetzt im Teller schlecht geworden. Das hätte nicht so gut geklappt. Und dann nehmt ihr euch ein Schneidebrett. Ein Waffelbrett von Sturmwaffel. Und schneidet jetzt im Prinzip die Kekse runter. Also einfach ungefähr 0,5 mm dicke Scheiben. Und die legt ihr dann auf euer Backblech. Und das sind halt echt coole Kekse, denn dafür braucht man weder einen Ausrollstab noch einen Ausstecher. Die sind echt mega cool, die kann jeder machen. So, wer hat von euch aufgepasst? 0,5 cm natürlich. 5 mm. Und da muss ich jetzt sagen, den Teig muss ich jetzt nicht mehr kühlen, denn es war ja eiskalt jetzt aus dem Gefrierschrank. Also direkt in den Backofen. Ich mache jetzt nur noch das zweite Blech fertig, denn bei Heißluft werden alle gleichzeitig gebacken. Schön. Man hat keinen Keksteigverlust, man muss nichts ausrollen. Die sind echt super schnell gemacht. Ich finde, die kann man sogar super vorbereiten, als Rolle einfrieren. Und auch unterm Jahr, mein Gott, also man kann ja auch Kekse unterm Jahr essen. Man muss ja nicht bis Weihnachten warten. Oder? Hat es jemand? Nee. Wer unterschreibt es? Alle. Die Plätzchen sind jetzt fertig gebacken und abgekühlt. Einen habe ich probiert und ich muss sagen, die schmecken schon richtig gut. Aber es werden ja Nougat-Plätzchen und deswegen Doppeldecker. Ich habe jetzt hier einfach etwas Nougat in der Flasche geschmolzen. Ihr könnt das Ganze über dem Wasserbad machen. Also ich habe es einfach so mit der Teekanne gemacht, habe das so reingestellt, so rum reingestellt und dann gedreht, dass der Nougat praktisch nach unten fließt. Ihr könnt den Nougat in der Mikrowelle schmelzen, also wie ihr wollt, mit dem Spritzbeutel auftragen, mit einem Löffel, mit einem Messer, wie ihr möchtet.
und dann praktisch zwei Kekse übereinander setzen und fertig. Ich nenne euch Joshs Favorite. Kommen wir zu den zweiten Keksen, und zwar Schokoladenkekse. Ich habe jetzt hier wieder meine Portion Teig. Bei den Kakaokeksen, bei den Schokokeksen könnt ihr es so machen, dass ihr entweder direkt einen 1-2-3 Teig mit Kakao ansetzt, also praktisch ein bisschen Mehl rauslassen, dafür Kakao dazu. Oder ihr nehmt einfach den fertigen Teig, knetet noch Kakao rein. Es kann aber dann sein, dass ihr vielleicht einen Esslöffel kaltes Wasser noch braucht. Was ich dann zusätzlich noch dazu mache, ist Tonka Wonka, das heißt Tonka-Bohne. Entweder nehmt ihr die Tonka-Bohnen und reibt so ein bisschen Abrieb rein. Ihr könnt aber auch Kaffee dazu geben, gemahlenen, also wirklich wieder jeden Geschmack, den ihr möchtet. Oder Tonka Wonka direkt aus der Tube, praktisch fertig portioniert. Zum Bestreichen nehme ich dann noch ein Eigelb und dann hier noch die Schokostreusel. Also den Teig hinein. Und dann Kakaopulver dazu. Und Tonka Wonka. Und verkneten. Ich habe jetzt meinen fertigen Teig. Auch hier ist wieder wichtig, der Teig sollte jetzt schön kalt sein. Ich werde ihn jetzt ausrollen und dann nehmt ihr wirklich immer ganz, ganz wenig Mehl. Das ist so der Fehler, den die meisten machen. Denn wenn ihr jetzt zu viel Mehl dazu gebt und immer wieder einknetet, wird der Teig eben schnell trocken. Tipp Nummer, keine Ahnung wie viel, ist, dass ihr die Plätzchen immer gleich dick ausrollen solltet. Das heißt, entweder nehmt ihr so Abstandshölzer oder ihr nehmt Gegenstände, wie zum Beispiel ganz flache Lego-Hölzchen, irgendwas, wo ihr wirklich rechts und links davon legen könnt und sagen könnt, okay, der Plätzchenteig wird gleichmäßig ausgerollt, damit eben auch die Backzeit gleich ist. Das sind die Plätzchen eben gleichmäßig braun, gleichmäßig durch, nichts verbrennt, nichts bleibt roh. Entweder Abstandshölzer oder ihr könnt auch den Ausrollstab nehmen mit Abstandsringen. Also da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich mache jetzt die 5 mm Ringe dran. Auch schon die Essstäbchen benutzt. Also da könnt ihr euch wirklich mit vielem behelfen. Und dann den Teig schön ausrollen. Und wenn er doch mal unten fest sitzt, hier vorne Mehl draufstreuen und mit einer Palette sozusagen das Mehl drunter ziehen. So könnt ihr wirklich mit ganz, ganz wenig Mehl arbeiten. Und jetzt sucht ihr euch einfach Ausstecher eurer Wahl aus. Ich nehme jetzt hier diesen runden Ausstecher und werde gleich Kekse machen, die in der Mitte aber ein Loch haben. Da kann man sie zum Beispiel auch mal aufhängen oder allgemein finde ich es halt einfach echt süß. Und hier ist jetzt wichtig, dass ihr gleich große Kekse immer auf ein Blech packt, eben auch wegen der Backzeit. Und dann könnt ihr mit einer Spritztülle oder mit einem Mini-Ausstecher hier in der Mitte noch die kleine Vertiefung ausstechen und ich nehme diesen Mini-Keks und backe den auch. Aber ihr könnt den auch einfach nochmal verkneten und den übrigen Teig ausstechen. Und da wirklich wichtig, wenn hier ein bisschen Mehl dran ist, ein bisschen wegstäuben, zusammenkneten und wenn der Teig zu weich wird, einfach nochmal kurz kühlen. Bevor ich diese Kekse jetzt allerdings bestreiche und backe, werde ich sie nochmal kühlen im Gefrierschrank für etwa 15 Minuten und da verlieren sie dann beim Backen ihre Form nicht. Also hier immer drauf achten, die Keksteige müssen wirklich super kalt sein. Die Kekse sind jetzt schön gekühlt, wie ihr sehen könnt. Okay, das kann man nicht sehen, aber ich weiß es. Und jetzt bestreiche ich sie an der Oberfläche mit Eigelb, so ein bisschen vorher verrühren. Und dann könnt ihr entweder Schokostreusel oder Schokoblättchen nehmen und sie mit der Oberfläche eintauchen. Die kommen jetzt in den Backofen und sind dann auch schon fertig. Warte, dann mache ich die da oben rein und die kleinen kommen gleich direkt mit runter.
Ein Dieb, wir haben einen Dieb in der Küche, sag mal. Das hast du gemeint, ob du was vom... Ich habe gedacht, du willst einfach nur Deko klauen, dass du jetzt einen ganzen Ast hier mitnimmst, habe ich halt nicht gewusst. Zimt, Schnecken, Plätzchen. Das machen wir als nächstes. Das Rezept gibt es tatsächlich auf meinem Kanal, aber ich habe es jetzt hier einfach nochmal optimiert und vereinfacht für euch. Ich nehme praktisch den hellen Teig, also den Keksteig, den ich vorbereitet habe, mache jetzt eine Zimtschneckenfüllung. Die besteht aus Mandeln, da nehme ich jetzt diese mit Schale, Eiweiß, braunem Zucker und Zimt. Und das Ganze wird jetzt einfach kurz püriert. Ich mache das hier in der Gewürzmühle, aber ihr könnt auch einfach einen Pürierstab nehmen oder direkt einfach gemahlene Mandeln. Das geht natürlich auch. Oder einen anderen Mixer, was ihr eben da habt. Mit der Hand. Wie heißt der? Chuck Norris. Also, ja. Chuck Norris wird die Paste natürlich mit der Hand machen. So sieht die Füllung jetzt aus. Und jetzt nehmt ihr euren Teig, rollt den gleichmäßig dünn aus und zwar als Rechteck. Ich zeige euch auch gleich wie. Am besten ungefähr 3 mm dick. Und jetzt nutzt ihr sozusagen die Silikonmatte, klappt es um. Einmal hier, einmal hier rollt hier drüber, denn dann bekommt ihr hier diese gerade Kante, genauso andersrum. Muss ja nur so ungefähr, nicht perfekt, aber so bekommt ihr schon mal da noch eine Kante. Jetzt mache ich es praktisch noch einmal so und dann habe ich ungefähr die Richtung. So ein bisschen wie beim Nudelteig formen. Also wenn man Nudelteig ausrollt mit der Walze, faltet man den ja auch immer wieder, bis man eine schöne Platte hat. Und dann wird es eben in die richtige Richtung ausgerollt. So, und ich mache jetzt einfach den Rest so. Das passt perfekt. Dann kommt jetzt hier die Füllung drauf. Dann schneide ich hier einmal durch und bevor ich es aber aufrolle, nochmal schauen, dass nichts anklebt und dann schön aufrollen. Und dann nehme ich hier diese Rolle, packe es in mein Bienenwachstuch zum Einfrieren, denn jetzt ist sie noch zu weich. Könnt ihr auch so ein bisschen noch schöne Form geben, indem ihr das so ein bisschen spannt. Und dann schneidet ihr die geschnittenen Rollen einfach in 1 cm breite Scheiben, legt sie aufs Blech und könnt sie direkt backen. Jetzt gibt's Zimtkarten. Dafür nehme ich wieder den hellen Basisteig, knete hier 2 Teelöffel Zimt ein. Den Teig rolle ich jetzt 3 mm dünn aus. Jetzt könnt ihr daraus Karten ausstechen mit einem eckigen Ausstecher. Ihr könnt sie schneiden, ihr könnt sie mit einem gewellten Pizzarädchen, was stumpf ist natürlich wegen der Silikonmatte, ausschneiden. Ihr könnt einen Ravioli-Schneider nehmen.
Ihr könnt machen, was ihr möchtet. Ihr könnt sie auch gerne vorher noch strukturieren. Ich glaube, den hatte ich ja schon mal. Ich glaube, ich nehme Rauten. Ich probiere es mal kurz an der Ecke aus. Schon süß. Oder große Rauten. Auch schön. Eieiei. Ich nehme die, oder? Ja, die nehme ich. Ja, jetzt nehme ich diese Keks-Strukturstempel. Fondant, Keks, Marzipan, was auch immer, Strukturstempel. Prägt das so ein. Ihr könnt aber auch mit einer Gabel zum Beispiel Muster reinmachen oder auch das Ganze ohne Muster lassen, ja? Die sind schon schön. Ich hätte auch Fliesenleger werden können, Maler, Tapezierer, alles, wo man eben saubere Schnittkante schön verdecken muss. Jetzt schneide ich schöne Karten zurecht. Guck mal, ich lege einfach so ein Lineal in die Mitte, so als Abstand. Ist jetzt keine Produktplatzierung. Eine Produktplatzierung wäre es, wenn ich meinen Meterstab hinlegen würde. So, das wäre eine Produktplatzierung. Das ist keine, denn es ist mein Schullineal. Wenn ihr es dann so diagonal drüber legt, könnt ihr nämlich schöne Rauten machen. Oh, das finde ich schön. Und dann werde ich die Kekse mit meiner Palette direkt aufs Blech setzen, nochmal kühlen, damit sie schön eiskalt sind und dann im Ofen backen. Und nach dem Backen werden sie direkt mit Zimtzucker bestreut. Wow, weißt du, was ich vergessen habe? Ich wollte den Trägestempel, den hier, wollte ich vorher in Zimt tauchen und dann eintauchen. Puh, vergessen. Also wenn ihr möchtet, für eine extra Zimtstruktur taucht ihr praktisch diesen Ausstecher oder diesen Trägestempel vorher in Zimt und dann hier rein, weil dann habt ihr nochmal so diese braunen Streifen drin. Ach Mensch, voll vergesse. Ich bin aber dusselig. Jetzt kommen meine Lieblingsplätzchen. Okay, das hört man vielleicht oft, aber die gehören schon zu meinen Favoriten, nämlich die Hilda-Brötchen oder auch Spitzbuben genannt oder auch Klebeplätzchen oder auch Terrassenplätzchen, nämlich Plätzchen mit Marmeladenfüllung. Da nehme ich jetzt den hellen Teig, roll den gleichmäßig dünn aus. Ich habe jetzt hier die Kekse, oder den Teig, besser gesagt sind noch keine Kekse, den Teig auf 3 mm ausgerollt. Und jetzt nehme ich Ausstecherlein. Ich mache Herzchen. Und zwar einen großen, einen kleinen. Praktisch, dass oben drauf der Deckel ein Loch bekommt. Und das Loch ist bei mir halt auch ein Herzchen. Jetzt steche ich erstmal die großen Herzchen aus. Und hier wieder darauf achten, dass der Teig schön kalt ist. Das heißt, dann nochmal vor dem Backen einfrieren. Und da ist jetzt wichtig, dass die Kekse mit Loch und die Kekse ohne Loch auf zwei verschiedenen Blechen liegen, eben wegen der Backzeit. Und wenn sie dann auf dem Blech liegen, steche ich hier in der Mitte das Loch aus. So müsst ihr es nämlich nicht mehr wegbewegen und das Plätzchen wird nicht zerstört. Jetzt habe ich hier ein Blech mit Loch, ein Blech ohne Loch und die werden dann gleich gebacken. Ich habe jetzt hier meine Marmelade aufgekocht. Ich habe eine Himbeermarmelade ohne Stückchen, also fein passiert. Die füllt ihr in den Spritzbeutel, Gefrierbeutel oder in die Dosierflasche. Ihr könnt es natürlich auch mit dem Messer auftragen, aber ich finde, das ist dann immer mit so vielen kleinen Keksen oder mit dem Löffel echt immer schwieriger. Und ich koche die gerne immer ein bisschen auf, damit auch so ein bisschen die Feuchtigkeit verdunstet und die so ein bisschen fester wird. So, dann habe ich jetzt hier den Deckel. Der wird mit süßem Schnee bestreut im Vorfeld. Und ein bisschen Glitzer.
dann am besten die Marmelade kurz prüfen auf einem Teller zum Beispiel, ob sie gut fließt. Ich habe sie jetzt kurz abkühlen lassen. Ich habe einfach kurz die Flasche verschlossen unter kaltes Wasser. Und jetzt ist sie nicht mehr ganz so flüssig und ich kann damit die Unterseite sozusagen belegen. Und dann den zweiten Keks oben drauf setzen. Jetzt machen wir hier noch ein paar Ausstecherle-Kekse, also ganz normale Plätzchen. Da darfst du jetzt mal deine Formen raussuchen. Und guck mal, die sollten ungefähr gleich groß sein, damit die auch eine gleiche Backzeit haben auf einem Blech. Magst du hier noch den Stern? Ja, passt, ne? Ich meine, du kannst auch noch einen kleinen machen später. Warte, nein, ich will das da, die zwei. Und das? Und vielleicht noch so eine Blume? Ja. Da bei dir. Und ein Tannenbaum, ha? Und hier ja, noch so eine Blume. Und eine Buchstabe. Okay. Aber ich zeig dir jetzt mal erstmal, wie du wie ein Profi Teig ausrollen kannst. Okay? Also, ich mach's hier und du machst hier, ja? Und wir arbeiten parallel, wie Partner sozusagen. Halt, warte. Das ist deiner, guck mal. Nein. Ich zeig dir, doch, ich zeig dir auch warum. Denn wenn ihr mit Kindern ausrollt, ich habe jetzt hier nämlich schon die Abstandsringe dran. Dann kann sie nämlich den Teig gar nicht erst ungleichmäßig ausrollen. Da habe ich jetzt die 5 mm dran, das passt. Nicht so dünn. Jetzt nehmen wir hier ganz wenig Mehl. Und dann verteilst du es immer so mit der Hand, ja? Okay? Und gleich nehmen wir den Ventilator und dann mache ich so und wasche meine Hände sofort. Dann kriegst du hier den Teig. Also schau mal, Ella, den Teig hinlegen. Und ganz wenig Mehl in die Hand und nochmal so drüber streichen. Okay. So? Ja. Genau. Nein, oder so. Oh, warte mal, die Ärmelchen machen wir noch hoch. So wie bei Mama, ja? Zeig mal kurz dein Ärmelchen. Sag mal, kann es sein, bist du mein kleines Minimi? Bist du die kleine Sally? Nein, du bist die große Ella, gell? Genau. Und guck mal, jetzt guck mal ganz kurz Mama zu. Bisschen rollen und jetzt den Teig drehen. Und wenn er sich nicht drehen lässt, genau, kannst du das hier machen. So. Und dann wieder rollen. Und dann die ganze Zeit rollen. Und dann die ganze Zeit rollen. Ich mach mal. Ist er denn genug? Ja. Ist er bei mir denn genug? Noch nicht. Guck mal, warte. Nochmal. So, und jetzt drehen wir ihn mal so, damit er auch in die Breite ausgerollt wird. Genau. Wenn er klebt, wird er ein bisschen Mehl auf die Oberfläche. So. Ganz wenig, aber immer ganz wenig. Dann gehe ich nochmal so drunter. Jetzt kommt so. Genau. Einfach, dass er nicht anklebt. Und ich ausstiche mal hier rüber. Nicht? Oh. Flipover. Zeig mal, jetzt passt perfekt. Jetzt ist er super. Guck mal, jetzt nimmst du deine Ausstecher. Was ist das? Ja, das ist super. Und dann direkt den nächsten hier so dran setzen, damit du so viele Plätzchen wie möglich aus einem Teig ausstechen kannst. Und die legst du dann direkt hier drauf. Stich am besten erst aus und dann nehmen wir sie runter. Aus dem gleichen Teig mache ich jetzt auch Bonbon-Kekse. Dafür rollt ihr den Teig jetzt 5 mm dick aus und dann auch ein Fenster in die Mitte. Das Internet ist gelöscht. Ella, das Internet ist gelöscht. Es gibt nie wieder Netflix, YouTube, My Little Pony. Was machen wir jetzt?
Was sollen wir jetzt tun? Das Internet ist gelöscht. Wir können jetzt auch keine Videos mehr hochladen. Was machen wir jetzt? Das ist nicht gelöscht. Doch, die können oben nicht arbeiten gerade. Die von der Baustelle, der Bagger, hat das Internet zerstört. Jetzt gibt es kein Internet mehr auf der Welt. Was machen wir jetzt? Was hat der gemacht? Der hat das Kabel zerstört. Okay. Welches? Warte mal, also sollen wir dann einfach eine Bäckerei gründen? Nein, und jeden Tag backen und Kekse verkaufen? Nein, ich habe eine Idee. Ja, sag mal. Wir müssen einen Internetsteller holen, damit der wieder das Internet reparieren kann. Aber wenn es das nicht mehr geht? Oh, darüber habe ich nicht nachgedacht. Ja, ich auch nicht. Dann müssen wir es halt so verbinden wieder. Ja? Ja. Aber was wäre eine Welt ohne Internet? Das wäre doch okay, oder? Wäre doch auch okay. Keine Videos mehr. Dann müssten wir halt wieder andere Dinge tun. Warte, der Bagger. Komm hier, der Bagger. Wie hat er das angestellt? Das frage ich mich auch. Aber wenn Internet geht, dann gibt es nicht keinen Strom. Aber Strom gibt's ja gerade. Ja, Strom gibt's, aber kein Internet mehr. Ich guck's, ob ihr mich veräppelt. Ist halt echt so, wir hatten gerade den mega Stromausfall. Alles war weg, Internet weg, alle, oben alle arbeitslos plötzlich. Aber die Ella, die kriegt man nicht veräppelt, gell? Was denn, Schatz? Komm mal her. Das Internet. Echt? Sie will gerade. Aline hat es gezeigt. Hä? Ich habe das doch größer ausgeholt. Nö. Ich habe dir nichts weggenascht. Diese Blumenrahmen kommen jetzt bei mir wieder in den Gefrierschrank, damit sie schön fest werden. Und in der Zwischenzeit werde ich schon mal Bonbons zerkleinern, nämlich ganz normale Bonbons in jeglicher Farbe. Transparent sollten sie sein und die werden hier dann reingefüllt und mitgebacken. Und dann habe ich nämlich Plätzchen mit einem Bonbonfenster. Für die Bonbonplätzchen habe ich eine reizende Assistentin, die hier diese Bonbons kurz zerkleinern wird. Nimm ruhig alle. Also es waren jetzt Bonbons mit Füllung, das ist jetzt ein bisschen blöd, das wusste ich jetzt auch vorher nicht. Wann nimmt zwei schon immer mit Füllung? Ah, stimmt, in der Mitte. Aber wir haben keine ohne, ne? Egal. Wir probieren es jetzt trotzdem. Das kommt jetzt hier rein und dann kommt die in den Backofen und da zerläuft es nämlich. Und nach dem Backen müssen sie aber auf jeden Fall gut abkühlen, bevor ihr sie dann hochnehmt. Das Ganze kann man übrigens auch einfach mit Isomalt machen. Also wenn ihr Isomalt daheim habt, mit bisschen Lebensmittelfarbe einfärben oder durchsichtig lassen. Und noch unsere Zuckerpaste rein. Weißt du, was mein Favorite wäre? Eisbonbons. So Elsa-Kekse. Ich glaube, da machen wir mal so Eisprinzessin-Kekse. Ja. Möchtest du vielleicht Herzchen machen? Wir haben noch gar keine Herzchen. Okay. Und guck immer so schön nebeneinander, damit wir nicht mitten rein. Schön am Rand anfangen, ja. Ja. Aber halt, das war noch nicht alles. Klar. Habe ich auch von dir gar nicht anders erwartet. Guck mal, wenn du die ausstichst, dann halt den Ausstecher hier so oben und drück hier oben fest. Ja? Und warum nicht so?
immer mit der Spitzenseite. Mami, wo ist mein schönes Herz? Ist alles noch nicht fertig? Sieht jetzt aus wie ein Seestern, gell? Ja, ich muss kurz noch was machen. Mama? Ja? Was? Ich brauche einen Seestern. Ein was? Ein Seestern. Ich habe keinen Seestern. Nein, okay, ich meinte damit Punkte. So einen Punktlöcher. Aha, das kannst du gleich mit Streuseln machen. Nein, die mache ich mit Punkten. Dann sieht das richtig aus. Wow, ich fühle mich neben Ella richtig dumm. Jede Idee, die ich ihr vorschlage, schlägt sie mir einfach aus. Kommt mir richtig blöd vor. Nein, nicht mit dem Stift. Oh, hier ist aber eigentlich eine coole Idee. Aber nein, das macht man nicht mit dem Stift, denn den Stift kann man ja nicht essen. Bäh. Wir können einen Strohhalm oder so nehmen, was Kleines. Ja, einen Strohhalm. Ja. Einfach, wenn ich da so, und bevor wir die backen, werden die noch eingefroren, damit sie beim Backen die Form behalten. Und entweder kann man sie vor dem Backen mit Eigelb bestreichen und mit Zuckerstreuseln bestreuen, dann backen die so ein bisschen mit. Oder man kann sie pur backen und sozusagen nach dem Backen mit einer Zitronenpuderzuckerglasur bestreichen und dann bestreuen. Könnt ihr dann entscheiden. Das sind so meine Kindergartenplätzchen. Also die habe ich als Kind im Kindergarten schon gebacken. Und ich glaube, dass auch die Erzieherinnen mit uns das so gemacht haben, praktisch Eigelb bestreichen, Zuckerstreusel drauf und dann in den Ofen, dann ist man fertig. Denn es ist ja schon so, so habe ich es auch in der Schule praktisch mit meinen Schülern erlebt, dass Kinder eben auch mal gerne die Finger in den Mund nehmen und was abschlecken. Und dann ist es halt schon unhygienisch, wenn du praktisch nach dem Keksbacken das Ganze mit Zitronenpuderzuckerglasur machst und dann nochmal mit Streuseln, weil die werden ja dann nicht mehr gebacken. Wenn es vorher passiert und das Ganze dann bei 190 Grad in den Backofen kommt, bleibt da halt nichts mehr übrig. Deswegen ist das so die perfekte Keksvariante mit Deko, die man mit Kindern machen kann, auch mit fremden Kindern, wo man echt sicher gehen kann, dass da nichts passiert. Und es sind meine Kindergartenkekse. Och, da freue ich mich aufs Essen. Die anderen Ausstecherlich hier, die wollen wir jetzt mit der Zitronenpuderzuckerglasur machen. Und da habe ich jetzt einfach Puderzucker und Zitrone verrührt. Bisschen Vanille noch rein. Und hier habe ich jetzt Lebensmittelfarbpasten und werde die noch Pastellfarben einfärben und dann können wir die schön dekorieren, okay? Was ich jetzt hier noch machen werde, Hilda-Brötchen, die habe ich ja mit dem Vanilleteig gemacht. Ich mache aber noch Hilda-Brötchen mit Lemon Curd. Mein Lemon Curd, das gibt es bereits auf meinem Kanal. Das ist einfach eine richtig leckere Zitronencreme, die ich später auch da reinfüllen werde. Und dafür nehme ich dann noch eine Zitrone, gebe den Abrieb mit zum Teig, steche dann auch die Kekse aus, so wie bei den Hilda-Brötchen. Was ihr auch nehmen könnt stattdessen, wäre so eine Zitronenpaste. Da ist bereits der Zitronenabrieb drin. Und dann hat der Keks praktisch schon den Zitronengeschmack. Und dann habe ich später noch die Zitronenfüllung. Halt, du kannst nicht den Teig reiben. Guck mal, da ist der Günni. Der hat jetzt die erste Zitrone rausgestreckt. Ja, kriegst du auch ein bisschen Zitrone. Mir ist was eingefallen. Guck mal, ich mache jetzt hier noch die mit Lemon Curd und da nehme ich einfach Spritztüllen mit verschiedenen Lochtüllengrößen und steche jetzt hier praktisch das Plätzchen, was oben drauf kommt, damit aus. Und dann kam mir die Idee, oh mein Gott, ich muss mal mit Ella oder Samira oder beiden so kleine Tiertatzen machen. Weißt du, so in der Mitte und dann die Füße ausmachen und dann mit Nougat füllen oder Schnee oder, ach Gott. Ach, ich sag's euch, diese Plätzchenreihe, die, es gibt kein Ende. Es tut mir echt leid. Das Lemon Curd habe ich jetzt auch leicht erwärmt und hier wieder in die Dosierflasche gefüllt. Und jetzt kann ich hier die Unterseite der Kekse damit befüllen.
Okay, jetzt habt ihr erkannt, mittlerweile ist schon der nächste Tag. ich habe jetzt hier diese Lemon Cookies fertig, die Zitronen-Cookies, und werde die jetzt aber noch mit Kuvertüre verschönern, dekorieren. Ich habe jetzt hier so einen Mini-Spritzbeutel. Da kann ich nämlich direkt weiße Kuvertüre-Chips, beziehungsweise weiße Kuvertüre, gehackte Kuvertüre, einfach schmelzen und dann so in Streifen drüber laufen lassen. Also, hier haben wir jetzt unsere Plätzchen. Komm, Sarah, du darfst auch probieren. Es sind echt viele geworden, muss ich dazu sagen. Also, mein Favorit sind eigentlich immer hier die Hilda-Brötchen. Aber ich glaube auch Lemon Curd wäre auch. Und ich habe vorhin von deinem Anbiss den Nougat. Ja. Oh, wow. Der Nougat-Keks, der ist schon. Was hast du ausgesucht? Natürlich die mit Zuckerguss. Die farbigen, gell? Habt ihr die auch aber gesehen? Warum nicht pink? Das sind auch die mit dem Bonbon in der Mitte. Da haben hast wir dir auch geholfen. Mhm. Was nehme ich? Der war beim Anbiss auch. War auch lecker, ne? Nimm so einen. So einen? Darf ich bei dir so ein Stück? Mhm. Ich will auch einen. Teilen wir uns einen. Ich habe den Frozen-Keks. Ich habe den Frozen-Keks. Also man muss echt sagen, die schmecken am nächsten Tag immer besser. So, wenn sie eine Nacht durchgezogen sind. Wow. Und Plätzchen allgemein am besten immer einzeln verpackt, also jede Sorte für sich verpackt aufbewahren, damit sich die Aromen nicht vermischen. Und dann, ja, der muss noch ein bisschen. Ich nehme das mit der weißen Schokolade. Okay. Und dann sind die nämlich mega lecker. Und mehrere Wochen haltbar. Jetzt dürft ihr gerne eure Rezepte oder die Rezepte nachmachen und ausprobieren. Mir gerne euer Feedback geben. Und wie gesagt, das geht super schnell. Also einmal diesen großen Teig zubereitet, könnt ihr auf einmal diese Plätzchenbäckerei machen und ganz viele Kekse auf einmal zaubern. Bis bald und viel Spaß. Welche gefällt dir am besten? Hat es euch denn Spaß gemacht? Ja, ich zähle gerade aus, welchen ich essen soll noch. Ach so. Ella, hat es dir Spaß gemacht, das Plätzchen backen? Ja. Ja. Mir auch. Mir auch. Du Arme, du musst sie alle fotografieren. Und alle probieren. Und alle probieren. Oh je, meine. Tschüss. Ich helfe beim Fotografieren. Die sind schon fotografiert. Und ich helfe beim Essen. Sonst könntest du sie jetzt gerade nicht essen. Ella, kennst du das Lied in der Weihnachtsbäckerei? Mhm. So war es bei uns, ne? Mhm. Oh, da macht jemand die Rollos runter. Sie fängt an zu klatschen. Da macht einfach jemand die Rollos runter. Machen wir Feierabend. Okay. Tschüss.